Also erstens, niemand ist wie ich. Wenn du auch nur annähernd so werden willst, müsstest du Medizin studieren und Psychiaterin werden. In einem Irrenhaus. Dich in deinen Patienten verlieben, den Patienten aus dem Irrenhaus befreien und Verbrecher baut werden. Für einen völlig Verrückten in ein Chemikalienbassin springen, von Batman verhaftet werden. Rein ins Gefängnis, mit einer Bombe am Hals wieder raus, die Welt retten, ins Gefängnis und wieder ausbrechen, den erwähnten Verrückten abservieren und allein losziehen. Und zweitens, $6 für Leitungswasser mit Gurkenscheibchen drin? Also das ist durchgeknallt.